Willkommen zu diesem Tutorial, in dem ich ein Tool vorstellen möchte, das meinen Schülerinnen und Schülern und mir in den letzten Wochen viel Spaß gemacht hat und das es ermöglicht, ganz einfach mit einer simplen Eingabe fertige Präsentationen zu erstellen. Und das kostenfrei, wenn ich sie online anzeigen möchte, beziehungsweise für, wie ich finde, nicht ganz teure 2,50 Dollar, wenn ich sie anschließend in PowerPoint oder Google Slides weiter bearbeiten möchte. Schauen wir vielleicht mal ganz kurz gemeinsam drauf, wie SlidesGPT funktioniert. Wie ich an dem Namen schon sehe, basiert es auf momentan GPT 3.5, soweit ich weiß, also dem bekannten auf maschinellem Lernen basierenden Sprachmodell von OpenAI und kann damit ganz einfach Inhalte auf Basis einer Texteingabe erstellen. Die werden dann mit Bildern, das sind in meinen Augen wohl eher Stockfotos momentan, ergänzt und daraus entsteht dann eine fertige Präsentation. Das kann in Schule und Unterricht ganz spannend sein, nicht nur für uns Lehrpersonen, sondern insbesondere auch für die Schülerinnen und Schüler. Und wir schauen mal ganz kurz drauf, wie es funktioniert. Möchte ich beispielsweise zu einem Geschichtsthema arbeiten, also dem Fall der Berliner Mauer 1989, gebe ich hier meinen Prompt ein. Und das zeigt auch schon ein erstes kleines Limit, denn zumindest momentan funktioniert SlidesGPT nur in englischer Sprache. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das auch bald ändern wird. Ich tippe dann auf Create Deck und jetzt fängt SlidesGPT an zu arbeiten. Das Schöne ist, dass ich während des Arbeitsprozesses dem Sprachmodell dabei zuschauen kann, wie es Inhalte generiert. Das wird gleich hier unter dem Hamsterlaufrad angezeigt und sehe dabei gewissermaßen den in Anführungszeichen Denkprozess des Sprachmodells, was für mich schon bei der Entstehung ganz spannend sein kann, weil ich dann natürlich sehe, welche Themen in den Fokus rücken. Während jetzt SlidesGPT hier arbeitet, schauen wir mal ganz kurz runter, denn neben unterschiedlichen Beispielen sehe ich dann hier auf der Website auch das Pricing, also das Preismodell und kann hier sehen, dass es generell zumindest momentan kostenlos ist, Präsentationen zu erstellen. Ich allerdings dann für Downloads oder wenn ich weiterarbeiten möchte damit in PowerPoint oder Google Slides momentan 2,50 Dollar bezahle, sobald ich eben die erstellte Präsentation runterladen möchte. Das muss ich natürlich nicht machen, sondern kann auch einfach die Präsentation online anzeigen und das ist momentan auch die übliche Praxis im Unterricht. SlidesGPT arbeitet jetzt hier und ich sehe schon, es wird also um den Bau der Mauer gehen, um das Ziel und die Auswirkungen auch der Mauer, um Proteste, politische Unruhe und ich lasse jetzt SlidesGPT einfach mal kurz arbeiten. Das dauert meist so 2-3 Minuten und da schauen wir uns gleich das Ergebnis an. Und nachdem jetzt so circa 3 Minuten vergangen sind, sehen wir hier die gerade eben erstellte Präsentation. Das Schöne ist, ich sehe nicht nur die Folien, sondern ich kriege immer auch so eine Art Präsentationshilfe mit angezeigt. Und jetzt schauen wir einfach mal ganz kurz rein, was zu diesem Thema erstellt wurde. Es ging also wie vorhin schon zu sehen darum, den Bau der Mauer, das Ziel und auch die Auswirkungen darzustellen, die Spannung, die daraus entstanden. Dann die Nacht des 9. November 1989 wird hier angezeigt und da sehen wir schon, dass es ja relativ knappe Inhalte sind. Hier könnte man jetzt natürlich schön einsteigen und ergänzen. Und ich vermute auch, wenn ich hier auf die Bildquelle jetzt schaue, nein, ich bin mir sogar ganz sicher, wenn ich mir das spontan ansehe, dass dieses Stockfoto nicht korrekt ist. Denn was ich hier sehe, sind Anhaltspunkte, die mich eher darauf schließen lassen, dass es sich beispielsweise um eine pro-palästinensische Demo halten könnte, was an den Fahnen im Hintergrund zu sehen ist. Also hier schon mal ein nicht passendes Foto. Aber natürlich Aspekte, die passend sind und die vor allem Anhaltspunkte sind, dafür hier weiterzuarbeiten und passende Bilder, Tabellen, Statistiken etc. zu recherchieren. Was ich aber sehe, ist, dass dieses Thema inhaltlich durchaus komplex angegangen wurde und gerade auch, wenn wir auf schulische Arbeitsaufträge schauen, hier natürlich eine Vorlage erstellt wurde, die Schülerinnen und Schülern sehr dabei helfen kann, eine eigene Präsentation zu erstellen, einfach dadurch, dass sie beispielsweise mit SlidesGPT eine Art Vorstrukturierung erhalten. Also das klassische Brainstorming, wofür gerade auch ChatGPT sehr gut geeignet ist, hier in Form einer Präsentation erstellt wird. Möchte ich jetzt diese Präsentation runterladen? Hier kostenpflichtig, kann ich auf Download klicken oder aber ich kann diese Präsentation auch unmittelbar teilen.
Man sieht also hier Stärken und Schwächen der Sprachmodelle bzw. des maschinellen Lernens momentan, denn während einerseits das Thema durchaus komplex, allgemein in Form von Stichworten und wichtigen Aspekten angegangen wird, liegt der kleine Teufel eher im Detail, denn natürlich sind die Inhalte teilweise zu wenig präzise bzw. zu allgemein gehalten, in diesem Beispiel für den Geschichtsunterricht. Und ich habe natürlich das Problem, dass die Bildquellen nicht passen. In meinen Augen ist aber genau das der Ansatzpunkt für den Unterricht, mit den Schülerinnen und Schülern darüber ins Gespräch zu kommen und vor allem auch zu schauen, dass sie kritisch an diese erstellten Inhalte rangehen und diese vielleicht als Ausgangsbasis für ihr Lernen nutzen. Aber wenn sie solche Präsentationen auch wirklich aktiv zum Präsentieren nutzen wollen, sie gefordert sind, als Faktenchecker hier ranzugehen und zu schauen, was ist richtig, was ist falsch und vor allem auch eigene Inhalte, eigene Schwerpunkte mit zu ergänzen bzw. einzuarbeiten, sodass am Ende eben eher es hier um eine Koproduktion geht des Sprachmodells mit der Eigenleistung der Schüler. Und insofern finde ich SlidesGPT eigentlich sehr praktisch und auch sehr interessant, weil es mir auch dabei hilft, mir beispielsweise Überblicke über bestimmte Themen, die mich gerade interessieren, zu erstellen. Und neulich im Unterricht hatte ich den Fall, das kann ich zum Abschluss noch schnell erzählen, dass ein Schüler seine Präsentation nicht gemacht hatte. Und während wir noch darüber redeten, hatte ich schon bei SlidesGPT mal schnell sein Thema eingegeben. Die Präsentation wurde zum Glück, das ist nicht immer so, auch sehr schnell erstellt. Ich habe beim Beamer einmal auf Defreeze gedrückt und zack, war da eine Präsentation zu diesem Thema, zur größten Überraschung des Schülers. Und was ich eben wusste war, er hatte sich schon eingearbeitet, hatte nur die Präsentation eben nicht erstellt. Und dann sind wir auf Basis dieser SlidesGPT-Präsentation ins Gespräch gekommen, haben uns die Themen angeschaut, er hat es kommentiert, hat es eingeordnet, auch noch deutlich erzählt, was für Schwerpunkte er selber setzen wollte in seiner Präsentation. Und so hatten wir auf einmal circa 10 Minuten über das Präsentationsthema geredet und ich hatte gesehen, dass der Schüler durchaus eingearbeitet war, aber vermutlich aus Zeitgründen eben nicht dazu gekommen war, eine fertige Präsentation zu erstellen. Und so hatten wir einfach SlidesGPT spontan im Unterricht genutzt und das fand ich in dem Fall sehr, sehr hilfreich. Wie gesagt, ich denke, hier wird es vor allem momentan um Überblicke gehen. Ich denke, im Englischunterricht oder im bilingualen Unterricht werden auch häufiger jetzt mal solche SlidesGPT-Präsentationen auftauchen. Dann kommt es natürlich darauf an, im Gespräch miteinander dem etwas auf den Zahn zu fühlen und eben zu schauen, ob die Schülerinnen und Schüler diese von ihnen erstellten Inhalte auch selber durchschauen, verstehen und kommentieren bzw. einordnen können. Ich wollte heute einfach nur SlidesGPT vorstellen als eine in meinen Augen sehr interessante und spannende Möglichkeit, mit Sprachmodellen zu arbeiten. Die kleinen Schwächen haben wir gesehen, aber die Stärken bzw. die Potenziale für den Unterricht haben wir auch gesehen. Und ich kann nur raten, es einfach mal auszuprobieren und wünsche viel Spaß dabei.